Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Ja, ich bin gerade ein bisschen, entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen through another, ehrlich gesagt. Weil hier mit der Aufnahme irgendwie Sachen nicht so funktioniert haben, wie ich mir das gewünscht habe. Das war jetzt ein bisschen gehampel. Muss ich noch Sachen mehrmals neu starten. Und dann habe ich schon angefangen aufzunehmen. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Normalerweise lasse ich euch ja an jedem Scheiß teilhaben, den ich hier mache. Und jetzt war ja das Auto da weg, vor dem wir beim letzten Mal stehen geblieben waren. Weil ich schon die Aufnahme gestartet hatte und losgequatscht habe und dann gemerkt habe, warte mal, da bewegt sich ja gar nichts. Irgendwie war das komisch, ja. Naja, jetzt haben wir Sachen neu gestartet. Jetzt scheint es zu gehen. Es sieht aus, als würde es sich bewegen. Der Ton schlägt auch aus. Schauen wir mal, hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Ja, gut. 56% müsste reichen, oder? 14:40 Uhr. Wir fahren zu Jenny. Und dann fahren wir zu Bobbele. Ach, ich wollte aber noch eine Sache gucken. Müssen wir das? Müssen wir sowas machen heutzutage noch? Ne, wir müssen. Wir haben jetzt einen Hühnerstall, wir müssen nicht mehr für Vogelnest anhalten. Finde ich angenehm. Aber wir müssen anhalten, um eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken, oder? Tu dir mal einen Pilzreis rein hier. Benutzt mal diesen Tee. Ich wollte nochmal eine Sache gucken, nämlich. Nämlich drüber nachgedacht. Nee, das ist wrong. Da. Ich habe nämlich drüber nachgedacht. Wir hatten ja drüber gesprochen, dass wir uns eine Stufe 5 44er herstellen und dann eine MP5. Aber vielleicht wollen wir sogar auf eine Stufe 6 44er gehen. Weil gerade im Pistolenbereich, wo ja dann nicht als nächstes direkt die nächste Magnum-Version kommt, sondern erst noch einige Bücher für die MP5 draufgehen, bietet sich's vielleicht an, zu sagen. Dann hauen wir da erstmal rein, weil da wird eine Weile dauern. Dieses Gebäude kommt mir komplett unbekannt vor. The Serrano Residence. Sieht ja cool aus. Das sieht ja cool aus. Stimmt, unterirdisch einiges los, wa? Sieht jetzt so für ein Stufe 3 Gebäude nicht so crazy aus. Ah ja, guck mal, können wir schon in den Keller gucken von hier. Verrückt, sieht ja geil aus. Ja, aber wir haben jetzt Dinge zu erledigen, meine Lieben. Dinge müssen erledigt werden. Genau, wir wollten heute. Oh, da ist wieder eine Big Mama mit Doppelknüppel. Heute ein paar Händler abgrasen. Mal angucken, wie das läuft mit der Frau hier. Okay. Ja, ordentlich gefressen, die Frau. Okay, ey. Huiuiui. Na gut. Gut, war auch eine Big Mama. Die halten immer ein bisschen mehr aus, ne? War auch eine Big Mama. Die halten immer ein bisschen mehr aus. Aber, ey. Oh, wir waren länger nicht hier gewesen, ne? Kann das sein, dass hier Loot Respawn ist? Habe ich Loot Respawn an? Oder habe ich einfach vergessen, die Sachen zu looten? Warte mal, ich habe auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall die Werkbänke gelootet habe. Ich habe anscheinend Loot Respawn an. Na gut. Will ich jetzt nicht so streng sein mit mir? Stört mich jetzt nicht so doll. Findet es auch eh die ganze Diskussion, Loot Respawn ist ja voll unrealistisch und ja auch Schummel. Zu Zeiten, wo man mit der Quest jedes beliebige Haus resetten kann. Und eben trotzdem die Zombies überall drin respawnen.
Weiß ich nicht. Finde ich irrelevant. So, was war der Plan? Amort ab klingt doch gut. Wir haben gar nicht so viel Geld. Warum machen wir eine Händlerrunde? Wir sind gar nicht so reich. Brauchen wir das? Weiß ich gar nicht. Mit. Wir sind gar nicht so reich. Verstehe ich jetzt nicht, warum wir das machen. Was war der Plan? Also ich weiß noch, wir wollten eine Runde machen. Aber warum wollten wir diese Runde machen? Thank you so much. Hey, come again. Da bin ich jetzt gerade irritiert ein bisschen. Wie macht man denn nochmal den... Was denn da? So mache ich den schnellen Weg. Punkt weg. Was war die Idee dahinter gewesen? Dann loot ich ja auch noch die Muni. Was war die Idee dahinter gewesen? Richtig viel Muni, was hier ist. Was wollten wir? Wir wollten mit der Pistole weiterkommen. Aus MP5 Gründen. Ja. Taschen brauchen wir. Ja. Aber sonst weiß ich gar nicht, was die Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens ist jetzt. Ich habe mir ja dabei was gedacht. Aber was habe ich mir dabei gedacht? Okay. Wie viel Geld gibt es dafür? 100 Mark, sehr gut. Nehmen wir. Warum habe ich diesen Plan verdacht? Ah, Machete wäre auch nice, ne? Aber da sind wir noch ein Stück von weg, glaube ich. Kann das sein? Ne, wir können schon die Machete. Alter. Warum machen wir denn dann sowas? Huhn. Da bin ich komplett zurückgeblieben. Ich hatte, aus irgendeinem Grund hatte ich noch im Kopf, dass wir noch einen Huhn brauchten. Brauchten wir aber gar nicht. Nicht so schlimm. So, wir können schon die Machete. Das ist doch gut. Warum machen wir diese Tour? Das finde ich mal schwierig. Vielleicht hätte ich mir die letzte Folge nochmal angucken müssen. Wart ihr da? Vielleicht hätten wir uns die letzte Folge nochmal angucken müssen. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. So, wir können also eine Machete craften. Pistolenbücher wollen wir auch. Können die Armbrust. Weil ich die Armbrust halt immer nicht so geil finde. Erzähle ich öfter, ne? Bin kein Fan von der Armbrust. Klar, macht die mehr Damage als der Bogen. Aber ich schieße einfach lieber mit dem Bogen. Was ist das denn hier? Festivalgelände. Hirsch. Das sieht ja cool aus. Geil. Brauche ich mich jetzt aber nicht dichter dran. Ist ja auch schon spät. Und wir müssen ja dann auch noch nach Hause.
Und übermorgen kommt Besuch. Was bedeutet das für uns? Zement waren wir schon am Machen. Zement waren wir schon fleißig. Ach, da habe ich aber gesehen, in einer der älteren Folgen, wo ich angefangen habe, mit Zement aufzuwerten, habe ich mir ein bisschen über mich selber geärgert. Habe ich schon den, das Ding aufgewertet. Warte mal, Jucca. War da was? Warum brauche ich einen Steinspeer? Was ist keine Waffenwartung, Mod? War da irgendwas mit den Jucken? Nee. Hallo, hier wäre interessant, aber wir haben eigentlich viel Heilung. Wie ich auf meinen Gürtel gucke. Eigentlich sind wir. Kojoten-Nerd, da ist er. Haben wir? Genau, 3, 3, 3 und 3. Mhm. Warum wollten wir unbedingt die Händlertour machen vorm Reset? Wir sind nicht reich gerade. Weiß keiner. Das weiß niemand. Juckas brauchen wir nicht. Wofür bräuchten wir Juckas? Oh, ich glaube, wir wollten... Wollten wir? Die Kaktusfalle? Da brauchten wir Juckas für. Aber war das der Grund, dass ich gesagt habe, komm, wir fahren in die Wüste, weil ich eine Kaktusfalle bauen wollte? Weiß ich jetzt nicht. Sowas lässt mich immer nicht los. Ich würde jetzt gerne befreit aufspielen und lustig mit euch sein. Aber es beschäftigt mich die ganze Zeit. Was war der Plan? Ich komme nicht drauf. Das ist wie wenn ihr euch an irgendwas erinnert und dann fällt euch der Name nicht ein. Von irgendeinem Lied oder irgendeinem Schauspieler oder so. Dann turnt das die ganze Zeit in eurem Kopf rum. Und genau so... Genau so geht's mir jetzt hier gerade mit dieser Tour. Warum habe ich da Wert drauf gelegt, dass wir zu Jenny und zu Bob fahren? Ich komme einfach beim besten Willen nicht drauf. Essen haben wir, trinken haben wir. Haben wir alles. Wir machen Zement. Wir brauchen halt, was wir ja wollen, ja. Sind weiterhin bessere Waffen. Bessere Rüstung. Alles Büchersituationen. Mehr Muni. Aber ansonsten wäre doch jetzt relevant für unsere Verteidigung. Stahl zu farmen. Befallenen Quest machen und Stahl farmen. Davon würden wir doch jetzt am meisten profitieren. Und warum machen wir das nicht? Don't mind me. I'm just working on my hubcap collection. Ihr könnt es mir jetzt sicherlich unter die Folge schreiben. Aber bis diese Folge raus ist und ich das gelesen habe, habe ich das sicherlich auch selber schon nochmal nachgeschlagen.
Wird jetzt sicherlich auch schon nochmal nachgeschlagen in der alten Folge. Wie ich auf die Idee kam, das zu tun und warum. Wir haben halt wirklich nicht viel Geld. Brauchen wir dringend Forge Ahead Bücher? Oh, wir haben Dings. Wir haben die Chemiestation freigeschaltet. Rüstung haben wir uns ja auch gebastelt. Muss ich da erstmal drauf verzichten, glaube ich. Aber auch die falsche Waffe in der Hand. Bessere Preise sind besser. Das brauchen wir alles nicht. Brauchen das alles nicht, Leute. Warum sind wir hier? Warum tun wir das? Ich komme beim besten Willen nicht drauf. Na gut. Oder wollten wir uns hier einfach mal umschauen? Wo hier ist? Da. Wollten wir uns hier einfach mal die Gegend angucken. Was für die Stadt so zu bieten hat. Kann das sein? Waren wir unzufrieden mit unserer Stadt zu Hause? Ich weiß es nicht, beim besten Willen nicht. Jetzt gucken wir uns das hier mal an, was es hier so gibt. Jericho Ranch sagt mir auch irgendwas. Ruhe da drüben. Wirkt auch verhältnismäßig. Entspannt bisher, ne? Also wenn ich da an unseren ersten Ausflug ins Verbrannte denke. Und auch eben im Verbrannten. Da war ja direkt eine Big Mama mit Keulen. Dann habe ich einen Touristen mit Dings gesehen. Mit Vorschlaghammer. Dann lief ja da ein radiierter Verkohlter rum. Und die sind alles normale Leute. Alles normale Leute. Kann das wirklich sein? Ich hatte das ja damals, hatte ich da so eine Vermutung geäußert, dass das einfach vielleicht ein bisschen falsch im Code ist. Weil das Verbrannte jetzt gerade wieder neu drin ist. Dass die Zombies da so heftig gespawnt sind. Weil eigentlich ist die Wüste ja schlimmer als das Verbrannte. Also hat er einen vollen Totenkopf anstatt nur einen halben. Aber die Leute hier sind alle komplett tiefenentspannt. Guck mal, wir sind schon seit bestimmt 5 Minuten in der Wüste. Keiner schießt auf uns. Keiner rennt. Komplett tiefenentspannt hier. Rehe in rauen Mengen. Einen Kojoten bräuchten wir noch, ne? Bevor wir da abhauen. Mal einen Bordstein kleben geblieben. Auch eine harmlose Frau. Die Leute sind alle harmlos. Auch ein harmloser. Naja, es ist für jeden ein Rätsel. Für euch wahrscheinlich nicht, weil ihr die letzte Folge gerade gesehen habt, spätestens gestern. Aber eben gerade vielleicht, wenn ihr das hier später guckt.
seid ihr am Binge gucken und denkt, ja, Finn, ist doch klar, hast du doch gerade erzählt, warum du das hier machst. Stellst du dich jetzt so an. Hui. Wann wird Minibike fahren endlich olympisch? Huch, null Reference, Exception. Okay. Was auch immer da jetzt passiert ist. Na gut. Dann soll es erstmal so sein. Fahren wir nach Hause. Haben wir denn jetzt? Haben wir. Wir haben genug Yuccas für eine Kaktusfalle. Fahren wir nach Hause. Was ist das denn hier? Ist ja auch hübsch. The Gladue Residence. Auch hübsch. Cool. Das lässt mich nicht los, gerade. Komplette Kackfolge, weil ich die ganze Zeit denke, warum? Warum? Was soll das? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich mir das angetan? Warum habe ich euch das angetan? Aber ich hatte jetzt einfach, kennt ihr das, wenn ihr euch dann so hinsetzt und denkt, oh, jetzt habe ich aber Lust. Hatte ich Lust. Habe ich angemacht. Dachte, ja, komm, spielst du einfach weiter jetzt. Ich habe Lust. Und, anstatt dann eben nochmal zu gucken, haben wir einfach losgespielt und jetzt sind wir in dieser Situation. Aber direkt, weil ich vor diesem Auto stand, habe ich direkt gewusst, ah ja, genau, wir wollten zu Jenny und zu Bob fahren. Wir wollten eine Händlertour machen. Cool. Und dann bin ich losgefahren und ja, den Rest kennt ihr. Da wart ihr dabei. Okay, dann komme ich morgen wieder. Ich werde morgen still alive sein, Wrecked. Ich meine, es hat nicht jeder den Luxus, wie du, hinter einer unzerstörbaren Wand zu wohnen. Aber für dich reicht's noch. So. Warum? Nee, falsch. Medizin kommt bei Samen hier rein. Die haben wir sonst immer verkauft, ne, die Dinger. Na egal. So. Okay. Hatte ich nicht. Hab ich wohl. Sehr gut. Dachte gerade, wir haben noch Steak mit Kartoffeln gebraten. Genau. Wir sind jetzt in der Lage, eine Chemiestation zu bauen. So, lass uns mal die Machete erstmal schauen. Machete. Stufe 1 ist natürlich dullihaft, ne? Wie viel fehlt zur Stufe 2? Oh, fehlt ein bisschen. Dann machen wir unsere Stufe 1 Machete einfach. Stahl. Kleber. Machetenteile. Wo stehen wir denn pistolenteilemäßig überhaupt? Ich schwadroniere hier über 19. Könnte gehen. Was fehlt? Ein Klebeband fehlt. Wir haben nicht nur Klebeband. Schon wieder. Schon wieder nicht genug Klebeband. Machete. Eine Minute. I like it. Können wir hier direkt die Sachen rausnehmen? Und dann müssten wir ja jetzt einen Modslot mehr haben, ne? Was machen wir da rein? Eine gezahnte Klinge, was bleibt uns übrig, ne? Wir haben sonst nichts hier. No. What stays us over? Gut, das hier wieder rein alles. Das rein. Ach, war noch gar nicht fertig. Hätten wir gar nicht gewollt. Na gut. So, dann nächster Schritt. Chemiestation. Messbecher, geschmiedetes Eisen, 3 Kochtöpfe, 100 Eisen. Auch noch 100 Eisen auf Tash haben wir.
Ein Kochtopf. Müssen wir noch zwei Kochtöpfe hier rauspressen. Kochtopf. Zwei. Metzbecher. 100 Eisen. Wo Säure? Da Säure. Kurze Eisenrohre reichen auch nicht. Oh, da brauchen wir viele, ne? Ja, müssen wir nochmal. Müssen wir nochmal welche machen. So, können wir derweil noch schon mal hier weitermachen. Wo Steine? Habe ich keine Steine mehr? Doch, da. Nochmal 500 Beton. Sehr gut. So, gib Machete. So, da fehlt es jetzt an den Eisenrohren. Die dauern noch ein paar Sekunden. Können wir dann mal unsere Machete verändern. Zack, zack, zack. Und zack. Wunderbar. Legen Sie dieses Messer. Geil. Geil. Jetzt können wir natürlich nicht mehr so schön durch die Türen stechen. Aber dafür können wir jetzt richtig geil die Leute aufschlitzen. Jemand da zum Aufgeschlitzt werden? Da ist jemand zum Aufgeschlitzt werden. Hi! Das war geil. Bin mir jetzt selber überrascht. Hier, du nochmal? Hallo. Lol. Eine ganz andere Welt. Na gut, das waren jetzt Schnullebäckchen, ne? Aber... Holla the Forest Fairy. Haben wir denn eigentlich... Haben wir noch gar nicht. Sollten wir vielleicht auch mal machen jetzt. Sollten wir auch mal machen. So, gib die Eisenrohre her, bau die Chemiestation. Und dann reden wir nämlich auch schon wieder über den Klauenhammer. Stufe 5 muss reichen. Leder und Klebeband. Das gute alte Klebeband. Leder und Klebeband. Klauenhammer. Habe ich schon einen? Lassen Sie mal schauen. Nee, sieht nicht so aus. Nee, gut. Gut. So, wo das hier eh gerade noch läuft, kann das hier auch rein. Schmutz haben wir gar nicht mehr so viel. So, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Gut. Oh, das dauert ja ewig und 3 Tage. Na gut. Brauchen wir aber auch noch Platz für. War das schon hier so fertig geplant? Wisst ihr das? Eieiei. Das darf ich nicht nochmal machen. Hier komplett unvorbereitet einfach reinstarten, weil ich Bock habe. Kannst ja kaum anbieten hier heutzutage auf YouTube. Die 90er haben angerufen. Wir wollen ihren unvorbereiteten Content wieder haben. So, ich glaube, so war die Idee gewesen. Ich glaube, das war die Idee gewesen. Ich wollte hier noch die Werkbank daneben stellen und dann hier längs die Chemiestation dran. Ich glaube, so war die Idee. Ich glaube, das war die Idee gewesen. Und wenn es nicht war, ist es jetzt. Die Zukunft ist nah. So, und dann stellt sich aber die Folgefrage, die wir uns gefallen lassen müssen. Wir brauchen... Honig ist bereit zum Sammeln. Oh, oh. Geil. Die wir uns... Oh, jetzt können wir was mit Honig kochen. Pass mal auf. Jetzt kochen wir uns was Geiles mit Honig. Glaube ich. Hm.
Honig-Kürbiskuchen. Was haltet ihr davon? Klingt doch ganz lecker, oder? Oder Griddle Cakes mit Marmelade. So können wir nicht wegen Eichel, nee. Chili braucht kein Honig. Honigbrot klingt ein bisschen dullihaft. Aber mit Honig glasierte Donuts. Fehlt uns aber Weizenmehl, glaube ich. Prepper Pot Pie. Da würde ich mir jetzt wünschen, weil es gibt ja doch ziemlich viele coole Sachen, die man mit dem Weizenmehl macht, dass man das anständig anpflanzen könnte. So, Kürbis, Ei, Maismehl. Kürbis, Ei, Maismehl. Honigkürbiskuchen. Winkelgase. Er hat genuschelt. So, sind wir gespannt, haben wir Appetit. Gut. Chemiestation ist am Stissel. Gut. Ja, genau. Ich wollte aber eigentlich wollte ich geguckt haben. Nämlich Folgendes. Wir haben kaum Nitrat. Und gar keine. Doch da, Kohle. Aber das ist sehr wenig. Und wenn wir jetzt aber professionell einsteigen wollen in die Produktion von Munition, müssen wir natürlich auch. Müssen wir selbstverständlich auch an Potassium und Kohle denken. Und das sollten wir auch tun. Weil ich glaube, das ist nicht viel schießen. Das ist verhältnismäßig viel schießen. Aber das würden wir natürlich auch. Ende des Tages lieber mit der MP5 verballern, ne? Cool aus, ey. Da, das sieht nach Potassium aus. Gar nicht hier, ne? Ja, bodenschätzemäßig wirklich eine Katastrophe, wo wir hier gelandet sind. Alles ja wirklich sehr uncool. Hallo Hirsch. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht auf Hirsche losgehen immer, ne? Die Quest haben wir ja noch. Da ist das Potassium. Oh, Wolf. Nice. Nice. Nice, Rü. So, jetzt machen wir den einmal weg. Und machen den einmal weg. Machen uns hier einen richtigen Wegpunkt hin. Mit Potassium. Oh, da ist Kohle. Hm, warum? Oh, so eine. Ein Spezialgeier. Haben wir. Beider Zombie. Den Kopf. Okay, der hat ein bisschen anders ausgehalten. Aber der war auch feral. Okay. Da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich habe nicht gesehen, dass seine Augen geleuchtet haben. So. Okay, wir brauchen Potassium und wir brauchen Kohle. Sollen wir, können wir, wollen wir? Fragezeichen. Lass uns doch noch mal kurz schauen. Am einen Punkt. Ein Punkt ist ja nix, ne?
Ein Punkt ist ja nichts. Bergarbeiter haben wir schon auf 3. Mehr finde ich aber immer erstmal nicht so relevant länger. Bei 20% ist schon viel, ne? Würden wir schon eine Menge Zeit sparen. Aber wir haben Zeit. Nee, lass uns lieber so machen. Skillen wir lieber erstmal unsere Waffen voll. Und dann Wirbelwind auch. Ich glaube, Wirbelwind wird auch cool für die Hordenacht. Wo stehen wir mit der EP? Da ist noch ein bisschen. Können wir vielleicht... Oh, können wir. Was fehlt hier? Fertige 20 Rohrbomben. Platziere Chemiestation. Fertige einen Benzinkanister. Okay. Okay. Das gab ein Level Up. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ist ein gutes Gut. Mhm. Okay. So, dann haben wir aber diese Folge auch schon wieder hinter uns gebracht. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch auch wieder ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich sehr verwirrt war und keine Ahnung hatte. Ich glaube, ich mache das jetzt. Zwischen den Folgen gucke ich mir das einmal an, das Ende von der letzten Folge, um nochmal zu verstehen, warum ich diese Tour machen wollte unbedingt, bevor jetzt die Händler restocken. Um dann, wenn wir in die nächste Folge starten, wahrscheinlich zu sagen, kommt, wir fahren nochmal. Ja? Das wird ganz herzig. Ja, meine Lieben. So. Ich hatte irgendwo Kohle gesehen. Da, Kohle. Ja. Tschüssli Müsli.